Da fragen... Ja, das kenne ich, das voll Ding als voll. Als ob das. So. Da fragt man sich immer, ob das geht oder nicht. Zum einen, zum. Also wenn das gehen würde, dann hätte ich gesagt. Cheater, Cheater! Du hast drei Wünsche frei. Ich wünsche mir, dass ich alles kann. Oh. Ich wünsche, ich hätte die Kraft. Ey, was? Von, ich wünsche mich jetzt die Kraft von Daddy Fan. Dann denkt man sich nur so, dann denkt sich der, wie heißt das? Genie. Ja, der Genie denkt sich dann nur so, oh, damn. Damn. Ach ja. Superkraft, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne irgendwie, dass ich Charmeur wäre und für jeden Menschen auf der Erde. Wirklich, dass mich jeder Mensch auf der Erde mag. Weil da kriege ich von jedem Geld. Geld, Gold. Ja, schon mal vor. Hatten wir auch im letzten Part, aber. Ey, schon mal vor, du hast jeder Mensch mag, jeder Mensch auf der Erde mag. Was, wie soll ich diesen Raum schaffen? Mert, wo bist du? Ach, ich tippe mich mal. Schon mal, was ist das denn? Für ein Raum. Epilepsiekugeln. Yeah. Bist von. Das Spiel. Okay, gut, wie gesagt, ich schau vor, wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde und ich krieg von jedem Euro. 7 Milliarden Euro? Ja, so einfach ist das. So macht man Geld. Money Maker. Du Kapitalist. Oh Gott. Also, ja, ich glaube, das war's, ne, mit Superhelden so. Jo, warte. Ach, was zum... Gravel. Oh. Bradwell. Fragt ihr euch, warum wir über Minecraft reden? Wir machen gerade unser Minecraft-Server. Ja, die machen gerade ihren Minecraft-Server. Ja, ich werde den später public machen, aber komm, wir durch machen, einen, wir durch einer bestimmten... Wir machen Werbung für unseren, ja, genau, Minecraft-Server. Tab- Los, join... Ey. Go, join now. Honigplay.nitrano.net. Was? Die sterben nicht mal bei einem Dingens. Ey. Werbeunterbrechung, das geht doch gar nicht. Hey. Egal, eine bestimmte Person müssen wir den Server neu machen. Danke, ja, an diese Person. Ja, ein Applaus also. Für diese Person. Mert, mach mit. Ich kann nicht, ich muss F gedrückt. Was ist das? Wie viel halten die aus, verdammte Scheiße? Drei Schläge, die leben immer noch. Ich kann die nicht besiegen. Schläge, sie leben immer noch. Ich kann die nicht besiegen. Was ist das denn? Was? Ich würde mal jetzt fragen, was haltet ihr von so berühmten YouTubern? Ja, also ich finde wirklich gerne, also Ungespielt zum Beispiel, ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch, der ist eigentlich total nett und ich könnte mir ihn Real Life auch wirklich ganz nett vorstellen. Was? Und ja, also das bis jetzt, also ich, auch bis jetzt ist es auch wirklich mein Lieblings-YouTuber. Also, ja, meine auch bisher. Weil der ist wirklich in seinen Livestreams irgendwie sehr nett, außerdem... Er gibt auch kleineren YouTubern die Chance, sag ich mal, ein bisschen größer zu werden. Ich habe ihn auch schon angeschrieben, ich weiß nicht, ob er meine Nachricht bis jetzt schon gelesen hat oder sowas. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass er einem YouTuber mit 6 Abonnenten, also er hat mit ihm aufgenommen, sag ich es mal. Und ich finde es auch wirklich eigentlich sehr nett oder auch sehr cool. Nein. Von ihm. Kann ich mal schieben. Wie ist es bei euch? Also ich finde, Ungespielt macht einfach nur geile Videos, nur er kann... Er wird auch mal gerne wieder Trouble in Mine World zocken. Ja, also das ist ein halbes Problem, weil wirklich die können, also die anderen User können ihn nicht einfach in Ruhe lassen, die joinen dem sofort hinterher. So das ist ja das Problem und dann The Hive kackt dann sofort, also Trouble in Mine World allgemein kackt dann sofort ab. Also zum Beispiel die Uncon PvP. Did you get the sword also from the old man? On top of the waterfall? Die wollen dort eigentlich immer Trouble in Mine World schon. Nur das geht nie, weil sie haben es schon nicht abkackt. Das klappt nicht. Ja, schon also traurig eigentlich. Was? Was? Was war das? Kann ich den töten? Nein. Ja, Dennis, was wolltest du sagen? Wie? Also eigentlich die Community, also die YouTube-Community mit den anderen Leuten zusammenhalten. Weiterspielen. Ja. Zum Beispiel ein normaler User, den verfolgt jetzt auch keiner. Ja, das stimmt. Eigentlich sind das ja genauso Menschen wie wir, nur die sind halt, sag ich mal, ja, ein bisschen, ja okay, besonders nicht, das sind ja auch genauso Menschen, wie ich schon gerade gesagt, nur... Also... Ja, ist halt schwer zu erklären, also... Also, wenn man sich so vorstellt, normale Menschen, wie wir! Ja, also, wenn man sich so vorstellt, dass... Ja, ich kann das nicht so genau. Man stellt sich auch nicht wirklich vor, dass halt irgendwie, wo halt, der Gronkh 1000 Parts von Minecraft hat, dass halt auch zu Hause irgendwie Minecraft suchtet, als würde er nichts anderes kann machen. Ja, also, ich wirklich, ganz ehrlich, ja, wenn man sich so überlege... Ich meine, ich muss voll rübsen, Alter. Na gut,
Also wenn man so überlegt, was der Gronkh den ganzen Tag zu Hause macht, also ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich den ganzen Tag zu Hause rumsetzt, aber wenn man sich so überlegt, wie viel Zeit schon für Minecraft, allgemein für die Community verbracht hat, das ist ja wirklich schon ein Hammer. Oh, wie lange ist er eigentlich schon dabei jetzt? Seit 1896. Ja, klar, das hat mit Hitler oder was gezockt, oder was? Der 2006 angefangen, der zockt schon seit, also der macht schon seit 4 Jahren Let's Plays. Ich verstehe nicht, warum bei dem besteht, was 1800... Das ist eine Verarsche. Gute Let's Plays sind 1896, kann ich den Typ töten? Irgendwas mit Schmelz oder so. Ich kann ihn anscheinend nicht töten. Ja, lass weitergehen. Auf jeden Fall schreib es mal in die Kommentare. Wo ist mein Gravel? Außerdem nur weil YouTuber ganz, also viele Abonnenten haben, heißt es nicht, dass sie besondere Leute sind. Ja, man sollte es ja auch nicht falsch verstehen, zum Beispiel. Irgendwo hat man ja schon was erreicht und irgendwo ist man ja auch schon besonders. Ich meine, wenn man ist was. Also für mich sind besondere Leute, die andere Leute auch helfen. Also, da hast du auch recht. Aber zum Beispiel sowas wie kleinen YouTubern helfen, das ist ja auch schon sowas wie helfen, damit macht man ja, anderen so ein Ziel wahr. So auf Dingens meine ich so. Zum Beispiel auf. In Afrika. Ja, aber weißt du, das Problem ist, wenn man meistens selber nicht so viel Geld hat, dann lohnt es sich auch so nicht mit dem Spenden. Vielleicht wollen sie eher manche was spenden, aber... Ich hab mich gerade selbst selber umgebracht, weil ich sollte. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Was macht der? Der gibt alles aus für Autos und sein Haus. Ja, man sollte auch nicht über ihn zweifeln, aber es stimmt ja auch irgendwo. Außerdem, ich finde, kennt ihr die und auch dafür Bayern? Dafür wird mich einige Personen, ja, eine Person dafür hassen. Du weißt auch welche. Ich weiß auch wer. Ich würde jetzt, ich stimme jetzt mal so Conkcraft da und ungespielt mal so, ich, also, activated. Stimmt die jetzt mal zu, die können fast nichts mehr aufnehmen, also keine Survival Games, kein Travel Mine oder Hero Grind. Ja, also, die Server überlastet werden. Ja, also ich finde allgemein, man sollte die vielleicht ja, auch ein bisschen Ruhe oder hier Leute, hier. Es ist ja, ich meine, sie werden einfach nicht in Ruhe gelassen. Stell dir vor, die wollen mal einfach so mal aus Fun. So sind, ja wie soll ich sagen, wollen sich mal ein bisschen chillen, die wollen einfach mal ein bisschen chillen, oder, die haben ganz ey, Leute, gute Arbeit oder sowas. Und dann will man ein bisschen Trouble in Mindville spielen, alle schreiben, spammen den Chat sofort mit Concraft oder sowas zu. Und man ist genug schon von der Schule, wenn man allgemein schon einen schlechten Tag hatte, sag ich es mal. Das war ja genug genervt und dann ist das Blöde noch, du kommst nirgendwo rein. Wirklich, die Server sind überlastet oder wenn zu viel auf einen Server kommen, dann schmiert der Server. Oder ey, hier, ab. Dingens hier. Hier auch sehe ich meinen Freund hier, ein anderer Let's Player, nicht Let's Player, sondern halt YouTuber, der Spiele trennt, der müssen wir auch so kennen eigentlich, so hat, glaube ich, etwas mehr als 30.000 Abonnenten. Der macht halt auch so Spiele wie Drakensang Online oder Online-Spiele und so. Wie viel halten sie auch? Meins! Ja! Gewonnen. Jetzt bleiben wir beim Thema. Und ja, so mein Freund nicht. Letztens, der ein Freund von mir, so letztens, der hat er geguckt, ob er online ist. Ist es halt online und hat er halt zugespammt. Ist also wirklich so irgendwie so, hallo, DS AFK. Achso, ja. Und so. Was ich auch nicht gut fand in Simons Livestream, also von ungespielt, dass man da, also ich war auch wirklich dabei, wie man seine Adresse in den Chat reingespammt hat die ganze Zeit, auch wenn man sie schon kennt, aber sie trotzdem da reinspammt, ist ja auch nervig. Ich finde das auch echt noch frech, dass man sich dann auch noch ungekackt nennt und dann die ganze Zeit die Adresse in den Chat rumspammt, finde ich auch nicht in Ordnung. Also das ist echt nett, also Leute. Ja, also es gibt immer solche Kackspaß, ich sag jetzt mal. Die wirklich so eine Kacke abziehen müssen und echt auch nichts anderes. Ja, okay, aber nicht wieder. Jetzt wissen auch, glaube ich, die meisten Leute, warum Gronkh und Sarazar jetzt nicht so auf Servern drauf gehen. Oh Gott, das wäre richtig schlimm. Also wenn Gronkh, also wirklich, das würde. Also ich habe jetzt glaube ich alle anderen wichtigen Sachen so hier jetzt genommen. Also jetzt das Floß und so. Und jetzt kann ich das. Ey Junge! So, ja, lass mich noch sagen, also wirklich, wenn Gronkh zum Beispiel auf der Hive mal Trouble in Mineville spielen will, oder kurz mal Trouble in Mineville aufnehmen will, dann sind 10.000 Slots werden voll. Maxi, die werden voll. Also, ich glaube, jetzt wissen noch mal die meisten, warum
die meisten YouTuber nicht auf so welche Server drauf gehen. Ja, weil dann passiert wirklich so ein Kack. Wird man zugespammt und das nervt ja auch. Manche nehmen das vielleicht. Ja, manche nehmen es vielleicht als, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Scherz jetzt, was wir ja. reden jetzt. Nein, ich meine, manche ja, nehmen das ja nicht so. Wie soll ich sagen? Ernst? Ja. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich stimme es einfach mal dir zu. Ich glaube, manche Leute finden das jetzt nicht so ernst, dass die YouTuber das jetzt. Ja, so manche nehmen das gechillt. Ja, so manche, sag ich mal, nehmen das gechillt. Und wenn zum Beispiel ungespielt sagt, ja, das nervt mich, dass meine Adresse in den Chat spams und dich dann noch umgekackt nennt. Ich kann es ja verstehen, dass es nervt, aber manchen geht es auch wirklich an den Sack vorbei, was die anderen. Ja, genau, zum Beispiel hier in einem Livestream von Frank Royal. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Nein! Geh da rein. Da zum Beispiel, ey Max, ich hab's ja auch gesagt, doch, erinnert sich noch an diesen Livestream, wo, ja da, genau, wo halt war. Einfach, oh, da ja, wo er halt zu viel Alkohol, also zu viel, was heißt da? Ja, und dann nackt durch die Bude nein, gelaufen. Nein, er ist halt auf die Toilette gegangen, oder? Da halt nach einer Stunde wieder aufgetaucht ja. und halt ohne Hose halt in das Bett gekrabbelt. Ja, das fand ich auch ein bisschen, aber was war denn das eigentlich, worüber du reden willst? Wegen dem Hochladen oder wie? Nee, du hast ja auch gesagt hiermit. Egal. Nö, sag das doch. Ist ja egal, ich wollte auch darüber reden. Ach, was ist es doch Kacke? Wieso? Zum Beispiel der Mickey, vielleicht, wenn er ja auch mal irgendwann so voll viele Abonnenten hat. Das ist sozusagen Knorke. Ja, dann ist das jetzt auch voll übertrieben, ne? Mickey geht ja auch gerne jetzt mal auf so welchen Server. Ich spiele kein Minecraft. Ja, also ich sag mal. Ja, okay, ja, verstehe schon. Kein Minecraft. Ja, stell dir vor, du spielst ein anderes Online-Spiel. Zum League of Legends, bist doch total fame ja, genau. und sowas und. Stell dir vor, du willst einfach nur spielen und alle, wirklich das ganze Team rennt auf dich und will dich einfach nur töten und sich geil auf also die geilste ja, gut. daran auf. Genauso wie bei Ungespielt, wenn Ungespielt immer Survival Game spielen will, die haben auch ein Video gemacht. Das geht sogar, wie geil! So. Auf jeden Fall, ich schrei nicht so. Auf jeden Fall, ja, die wollen einfach normal spielen, die wollen aufnehmen und dann wird man einfach direkt mit der Hand geschlagen. Wirklich einfach so, um sich daran irgendwie so cool zu fühlen. Ja, Mann, ich habe ungeschwindig getötet, ich bin fame. Aber dabei ist die Aufnahme nur verkackt. Ja, also, wie die auch gesagt haben, es wollen ja welche in die Aufnahme rein. Stellen sich dann direkt vor Concrafter, obwohl er sich aufnehmen will und dann, ja... Dadurch versauen die kommen da nicht rein, das wird ja wahrscheinlich dann eh nicht hochgeladen, das ist ja auch nur nerven, dann da denkt man sich auch nur, ja okay, ich mache das neues Video, das hat das total genervt oder so. Also dadurch macht man nur Aufnahmen kaputt. Also jetzt würden jetzt welche bestimmt sagen, ja, okay, wissen wir schon alles, ja, interessiert uns doch nicht. Aber ich würde mal sagen, dass das manche mal interessieren sollte. Ja, wirklich mal, also es geht, ich würde mal sagen, es geht so an die sowas nicht lassen können. Das bleibt zum Glück. Ich meine, man kann ja ungespielt, ich weiß, also ich kann ja verstehen, dass die oft nicht zurückschreiben, aber ihr müsst auch ja mal Gedanken machen, wie viele Nachrichten die bekommen. Ich kann es mir bestimmt schon bei Gronkh vorstellen, das sind wahrscheinlich 100.000 Nachrichten im Posteingang. Und ich meine, ungespielt, der versucht sie ja, glaube ich, zu lesen, hat er, glaube ich, auch gesagt. Aber man guckt da so wirklich nie hinterher, zum Beispiel, der hat ja auch andere Dinge aus dem YouTube zu tun und wenn man dann noch... Nein, denkt, oh, nein! Machen, warum bin ich rausgegangen? Rein? Geh wieder rein, Link! Alter, auf jeden Fall, ja, der hat ja auch das Schneiden gezeigt, dass er auch da wirklich ein mal Probleme hat. Und, ja, was, oh Gott, jetzt hab ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall, oh fuck, warte, jetzt fragen sich ja die viele, warum wir... über ungespielt jetzt reden, weil sie diesen ist, YouTuber sehen. Find, weil der dieses Thema schon angesprochen hat. Also ich finde, das ist auch allgemein irgendwie mein Lieblings-YouTuber gerade deswegen. Ja. Der kommt mir wirklich auf das erste Video schon damals. Haben wir also mein Lieblings-YouTuber ist der YouTuber, den ich eigentlich als erstes, die ersten Let's Play so gesehen habe. Und zwar mein erster Let's Play war, glaube ich, hier von Donkey Kong Country Returns. Also weißt du, es hat dadurch angefangen. Kennt ihr noch diese Rabbits? Ach ja. Ja. The Rain ja, ja. Rabbits oder sowas. Oh mein Gott! Erstmal. Also ich habe mir immer gerne die Clips von den Rabbits da angeguckt, wie die sich da immer zum Affen gemacht haben.
Und dann hat es erst so angefangen, dann habe ich angefangen, die Außenseite anzugucken. Und wirklich ab da hat es so... Junge, ich brauche Bomben, so schaffe ich das nicht. Also wo das bei mir angefangen hat mit YouTube ist mit... Ehrlich jetzt, ehrlich mit YTT. Ja. Das hat jetzt wirklich bei mir so angefangen. YTT? Ach so. Also, ja, also eigentlich habe ich da ja erst in YouTube nur so Musik gehört also, und so. Ja. Oder habe ich die auf einmal so gesehen? Ja. Habe ich geguckt so, ja. Also bei mir kann man sehen, dass ich da halt dadurch, dass ich halt auch etwas mehr zum Gaming anstatt irgendwas etwas anderes hingezeigt geneigt bin. Und zwar bei meinen ersten YouTube-Videos Let's Plays von irgendwie... Ich habe gelogen mit Funk Royale. Das war es nämlich. Ach, Kacke! Ah! Und zwar war das eigentlich nicht Funk Royale, sondern Shadow Soul 305, glaube ich. Und zwar Ratchet & Clank 3. Die alte Version, die ganz alte Version von ihm. Ach so, ja, also ich habe früher von meinen Videospielen war mein Lieblingsspiel Ratchet & Clank auf jeden Fall. Ich hatte den ersten Teil, ne, den zweiten, den dritten für die PlayStation 2. Ich hatte dann noch zwei Teile für meine PS3, die ich jetzt aber nicht mehr habe. Auf jeden Fall, ich habe Ratchet & Clank damals sowas von gesuchtet. Auf jeden Fall den Teil auf der PS3, der damals nur der einzige war. Was war das nochmal? Irgendwie... Okay, Destruction oder so, ich weiß auch nicht mehr. Habe ich dreimal durchgezockt auf jeden Fall. Bevor du jetzt weiterredest, wie fandet ihr jetzt das Thema mit YouTube, also mit den YouTubern? Schreibt mir in die Kommentare, war das gut oder fandet ihr das? Das ist mein Let's Play, Alter! Geist. Abonniert mich! Also fandet ihr das jetzt gut oder scheiße? Also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, danke für die 30 Abonnenten, auch wenn es jetzt wirklich nicht so viel ist, aber wir sind eigentlich die Abonnenten irgendwie schon wert. Oder was? Denn? Oder was haltet ihr von diesem, von das hier, was wir reden alles? Könnt ihr auch hier schreiben, auch von in den Parts dahinter, wo wir halt auch über super Krypto und so geredet haben. Ey, Mickey, push mich total. Mal ein bisschen. Wenn jemand 5 Abonnenten pusht, jemand 30 Abonnenten. Junge. Auf jeden Fall noch Dings, scheiße. Ey, du hast 6 Abonnenten, dann keine 5. Das ist so das Fünffache. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, jetzt geht's nicht eigentlich jeden um die Abonnenten, es geht so, ich glaube, fast jeden YouTuber geht's eigentlich nur um die Community. Also ja, allgemein, man hat ja auch schon wirklich Spaß daran eigentlich auch so. Also ich, es ist auch meistens wirklich so, man investiert mehr für YouTube, als man dafür kriegt, weil manche YouTuber, ich sag mal, die kriegen gar nichts dafür, so wie ich. Ich habe jetzt einen Grabber für 150 Euro, sag ich mal, jetzt gekauft. Und hinterher habe ich ja zwar nichts davon, aber naja, eigentlich schon, ne? Also ich habe ja Spaß daran. Das will ich auch genau. Das will ich aber auch damit sagen. Man hat wirklich nie. Es gibt auch manche YouTuber davon, zum Beispiel. Oh, 4 Bomben, wie geil. Also ich will damit sagen, man investiert meistens mehr für YouTube, als man davon meistens hat. Also Spaß, der zieht natürlich eigentlich immer nur. Das würde ich auch damit bewirken. Ja gut, es gibt auch natürlich Spaß manche manche und YouTuber, die verdienen im Jahr. Jahr oder Monat auf jeden Fall über eine 6-stellige Zahl, Junge. Ja, ich weiß, aber man kann das eigentlich bei Social, wie heißt das nochmal mit dem Pinsel da? Was habe ich jetzt? Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Social, ich weiß nicht mehr, da war so eine Welt und so ein Pinsel, auf jeden Fall konnte man da, ich werde später nochmal nachgucken. Und da gab es auf jeden Fall so eine Seite, da konnte man ungefähr nachgucken, wie viel die YouTuber verdienen. Also da gibt es einmal so, da gab es so eine Leiste mit den Klicks und da hinten war die Summe. Also für die kriegen. Und man musste das durch irgendeine Zahl teilen. Ich weiß auch nicht mehr welche. Weil die Zahlen, also die Summen sind dann nie genau. Was man dafür verdient. Also was man da verdient, das ist nie genau. Und ja, weil es heißt ja, dass die YouTuber ihre Summen nicht verraten dürfen. Sonst wird angeblich ihre YouTube-Partnerschaft gekündigt. Naja. Ich verstehe es nicht. Die wollen ja auch nicht YouTube sagen, wie viel Geld die verdienen. Weil einfach nur... Zum Beispiel kommen halt alle zu YouTube, wollen alle YouTube-Partner werden. Oder halt, das ist halt, da denken sie unseriös und zu wenig Geld, das machen die halt gar nicht. So ist halt doch so ein Mysterium, wie viel man Geld verdient, muss es halt noch selber herausfinden. Also die YouTube-Community besteht eigentlich auch nur aus den Jüngeren, so wie wir, weil wir sind halt jetzt nicht auch nicht gerade die Ältesten. Auf jeden Fall habe ich mal bei Herr Tutorial mal auf ein Video vorbeigeschaut und er hat so eine Durchfrage oder eine Durchsage, ja eine Durchfrage. Ich sag's einfach mal, er hat die anderen gefragt,
wie alt sie sind, die sollen es in die Kommentare schreiben. Ich bin dann einfach mal so drüber. Beim ersten Versuch habe ich Kacke geschafft. Zahlen wie 14, 13, 15, also unsere Community ist eigentlich sehr recht jung. Nein. Und besteht aus sehr recht jungen Mitgliedern, also ich konnte da wirklich nicht sagen, dass da jetzt einer 30 muss ist. Muss auch sagen, Maxi, denk halt, ja. Wenn sie halt so jung sind, wenn sie halt jetzt jung sind, sind sie auch irgendwann alt. Wenn sie halt auch so lange halt bei Let's Plays machen zum Beispiel. Ja. Oder Let's Plays. Also gucken. Ich finde. Ja. Man, da werden sie auch noch. Also ich finde, also das mit YouTube, das hält dann glaube ich so bis so. Weißt du, wenn man mit 13 anfängt, dann hält das glaube ich so bis 17 oder so. Also ich meine, die Außenseiter, die hängen Gronkh, halt schon ziemlich lange da dran. Schon seit 2006 oder so. Und genauso wie Gronkh, die hängen heute schon noch da dran. Nein, Gronkh, ist, also Let's Play schon seit 5 Jahren, also 2013. ist sein 5. Jahr, glaube ich, jetzt. Aber ganz ehrlich, ich will auch weiter Let's Play, wenn ich so ein Erfolg. Aber das macht auch Spaß halt. Weil man aussieht, die Let's Plays werden halt gewürdigt. Die sehen, ich bin da. Ja, wenn man, ich meine, es hat jetzt nichts mit Like-Geld halt zu tun, aber wenn man sieht, oh, mein Video wird geliked, es gefällt den anderen, das ist sowas wie eine Motivation, sag ich jetzt mal. Ich habe jetzt 3 Fälle vom Try High Force. Ich würde sagen, ich verabschiede mich gleich, aber erstmal reden wir noch weiter über das, was wir reden wollen. So gut, Maxi, reden wir weiter. Okay. Keine Ahnung, irgendwas mit Bronk und Fame oder dass ich weitermachen. Okay, Also ja, also die Like oder die Abonnenten sind ja sowas wie eine Motivation. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Abonnenten habe oder so, das ist ja ein Zeichen, den Leuten gefällt meinen Videos. Und ja, das ist wie gesagt wie eine Motivation. Das heißt, man hat einfach mehr Spaß daran, für Leute was anderes, für andere Leute, sag ich mal, Videos zu drehen. Ist einfach... Ja, wie soll ich sagen? Ja, ich nehme noch auf. Nimmt ihr noch auf? Natürlich nehmen wir noch auf, wir reden gerade. Wo warst du eigentlich? Auf jeden Fall, Maxi, rede weiter. Was hast du? Mein Bruder geredet. Ja, ich wollte gerade sagen. Gehauen oder so. Nein, wir haben uns ein Handy abgegeben. Egal, jetzt rede weiter, Maxi. Okay. Ich nicht. Ich habe wieder einen Faden verloren. Naja, eigentlich war ich eh schon fertig mit dem Reden. Das sollte jemand anders mal. Über welches Thema redet ihr jetzt gerade? Ja, Maxi, wir reden jetzt gerade hier über die Motivation von YouTube und sowas und wie alt die Community gerade ist. Zum Beispiel Gronkh, der hat richtig Lust drauf, weil die Community seine Videos einfach nur. Wir haben ja auch darüber geredet, über hier so Abo-Geilheit und so. Aber wenn man halt mehr Abos hat und mehr Klicks und alles, ist doch ein neuer Ansporn, dass man weitermacht und alles und bessere Videos. Ja, das muss ich wirklich. Da muss ich auch wirklich zustimmen. Also das sagt dann zu dir sozusagen, ja, die Leute finden deine Videos super geil. Ja, dann will man automatisch weitermachen, das ist dann halt so. Ja. Weil dann. Wer hat schon was dazu gesagt? Ja. Alle außer du. Also du hast 2 Themen. Ja, super. Superman. Was deine Liste? Ja, paar Themen. Wir haben über ungespielt geredet. Supercrafter. Und über Concrafter und ungespielt allgemein, wie nervig das ist, wenn man denen ständig eigentlich nachjoint oder sowas. Oder so anderen. Die haben auch kaum Real Life noch kommen, da muss ich was sagen können, oder? Das Video ist oder so jetzt gleich zu Ende. Ja. Und ich glaube, Miki, wie lange machst du jetzt noch das, Let's Play. Ich habe auf euch gewartet. Boy, this is really expensive. Also ich will jetzt was sagen. Ja, okay, hau rein. Also, mir ist es eigentlich egal, was die Leute bei mir halten. Also ich mache nur YouTube-Videos, weil es mir allgemein Spaß macht. Ja, aber wir haben auch darüber geredet, dass wenn man ein bisschen mehr Abonnenten kriegt, dann hat man ja... Oder man kriegt automatisch eine Motivation dazu weiterzumachen, denn ehrlich gesagt habe ich nicht immer Lust, denn manchmal macht man einfach so Videos, es guckt sich ja eh keiner und YouTube das ist ja zum Videos angucken, sag ich jetzt mal. Und wenn du siehst, dass keiner deine Videos anguckt, dann wird es ja auch wirklich langweilig. Nein, Fee, komm her. Ich persönlich habe gemerkt, dass schon ein paar meine Videos angucken, das merkt man doch in meinen Kommentaren, dass ich das ein bisschen da... Ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen, kann das jetzt nicht so genau erklären, auf jeden Fall sammelt sich da halt schon was. Ich krieg auch hin und wieder mal ein paar Likes auf meinen Videos, das zeigt mir ja, okay, ein paar gucken sie.
Und ach ja, ist auch schon sowas wie eine Motivation für mich. Und wenn es immer mehr wird, dann habe ich auch mehr Spaß daran. Das soll jetzt nicht irgendwie sagen, ja komm, abonniert mich, liked meine Videos oder so. Ich sag das halt nur generell so, dass man wirklich, wenn man halt... Aber ey Leute, aber Alter, Leute hier... fangen doch nicht gleich wie ein Tutorial an. Zum Beispiel, ich finde zum Beispiel LeFloid finde ich gut. Der macht das, also der ist jetzt nicht so, ja abonniert meine Dings, der macht das... Ja, wir können aber, am Blick bitte Leute, am Blick... Wir haben hier nämlich im dritten Dungeon das Floß bekommen. Damit können wir hier rüber gleiten. Welcher Dungeon ist das? Ich habe mal eine vierte. Ey, das ist glaube ich das einzige, was ja, ich habe auch. Ich habe ein bisschen geflucht. Ich habe ein bisschen geraged manchmal, weil ich gestorben bin. Und ich gehe mal hier. Ist das der vierte Dungeon? Ja, ja, ist ja cool. Geil, Level 4. Okay, wir können. Die Musik hat sich glaube ich verändert. Ja. Es gibt nur 8 Dungeons. Ende, das heißt nur, Leute. Aber es gibt 8 Dungeons. Ich bin gerade im vierten. Ja, und dann können wir das mit nein. dem Let's Race beginnen. Ja, wenn... Dann zocken wir jetzt gleich Minecraft. Ja, genau. Gleich starten wir noch ein neues Let's Play. So, gut, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. So gut. Auf jeden Fall. Dann wird doch... Daumen hoch für Fokuzell. Dankeschön, Leute. Und in Werben. Und seht doch mal. Ja, für ihn. Also ich sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann man ja auch wirklich ab und zu mal einen Daumen hoch da lassen, dass man wirklich weiß. Lass einen Daumen hoch. Zum Beispiel bei manchen LPern, wie zum Beispiel German Let's Play, der macht ja auch so ein in den Videos halt irgendwo halt so auch in einer Stelle, zum Beispiel 3 Minuten irgendwas, da kommt halt so eine kleine Nachricht, vergiss nicht das Video zu bewerten und Smiley. Und man kann natürlich auch denken, halt es Abo geil oder halt Klick geil, wie auch immer. Ich mag dieses Wort nicht, aber egal. Obwohl, man vergisst das einfach nur, diese Funktion, dass man halt jemand einen Daumen hoch oder da lassen kann, damit man halt auch zeigen kann, dein Video ist gut. Oder halt. Also ehrlich gesagt würde ich, sollte YouTube wirklich die Dislikes-Button da wirklich mal wegschaffen, wenn man also, manchmal. Nein, Moment mal, da sind wir gleich schon beim neuen Thema. Und zwar. Ich will's nur kurz sagen, denn wirklich diese. Die Dislikes-Button werden wirklich einfach unnötig ausgenutzt zu irgendwelchen Hatern-Sachen. Also ich würde nur einen Daumen-Hoch-Button da lassen. Das heißt, wenn einem das Video gefällt, soll er hochdrücken. Wenn es einem nicht gefällt, soll man einfach von der Seite weg. Denn diese Dislikes-Button, die werden einfach so unnötig ausgenutzt von anderen, die was vielleicht nicht erreicht haben. Und es sich haben können, dass jemand anders was erreicht hat. Und dann kommt man halt dazu, den einfach unnötigen Dislikes zu geben. Ja, okay, manchen YouTubern macht das nicht aus, ne? Also ich sag jetzt mal... So ein paar, ein bisschen größeren. Ja, Gronkh, der hat wie viele Likes hat er? Oder Julians Vlog. Zum Beispiel sind die Leute, die Julians Vlog nur die Hausgeräte hören oder sowas. Ja. Ja, nicht immer. Manche mögen auch seine Art nicht. Ja. Ich meine, seine oder Art hier, ist auch nicht wirklich gerade die beste, aber... Aber hier muss ich sagen, hier mit dem Daumen runter. Wenn ich zum Beispiel nach einem Tutorial für das suche und halt sehe irgendwie, es hat irgendwie 12 Daumen runter und einen Daumen hoch, da kann man auch denken, er hat sich selber einen Daumen hoch gegeben, aber alle anderen finden das scheiße. Weil es vielleicht nicht funktioniert oder einfach nur schlecht ist. Obwohl es ja gut, aber wenn es auch 12 Daumen runter sind, kann sich auch ziemlich oft. Ja, aber wirklich, Blick, aber Leute. Guck mal, meistens ist es auch wirklich so, wenn du ein Tutorial suchst oder ein anderes Video, ja, es ist meistens ein Review oder ein Tutorial, weil du irgendwas gucken willst und andere ihn wirklich zugehört haben zusammen an der Gruppe, weil die irgendwie befreundet sind und ihn nicht mögen. Und dann hat man automatisch die Lust an dem Video verloren. Da denkt man, ja, das Video ist ja eh scheiße, das hat ja sowas von viele Dislikes. Und das macht auch wirklich dann alles kaputt und dann denkt man nur, also oder das hier Video auch wird dann wirklich nicht oder hier benutzt, auch Dingens, obwohl das vielleicht hilfreich wäre. Wenn man halt ganz viele Dislikes auf jedem Video hat, das deprimiert auch, möchte auch nicht weitermachen. Zum Beispiel, ich erinnere mich an... Ja, das genau, ist da, das zum Beispiel, ich erinnere ja, genau. mich noch hier genau. an, es gibt halt zwei Jungen, die haben halt so einen Kanal, ich hab vergessen, wie der Kanal heißt. Und auf jeden Fall haben die halt YouTuber dissen, also wir dissen YouTuber, also irgendwie blablabla dissen YouTuber. Und da haben sie zum Beispiel ein Diss gegen Frank Royal gemacht. Und er hat halt so eine Gegenreaktion in seinem Livestream gebracht, wo halt das Video gesehen hat und halt so ein bisschen darüber kommentiert. Und es war einfach nur so, der hat einfach nur so witzig gemacht. Und ihr müsst selber schauen, ich schicke euch mal gleich einen Link. Das ist einfach nur, jetzt auch Frank Royal Fans und so jetzt hier aufmerksam gemacht wurden und halt jetzt auch halt für scheiß Videos auch mehr Daumen runter und deshalb würde ich auch sagen denken das ist einfach nur deshalb denken sie auch möglicherweise dass sie halt schlechter sind jetzt
Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns gleich bei Minecraft. Ja, dich mag niemand so. Was war überhaupt nochmal das Thema? Wir können ja im nächsten Part. Wir können ja im nächsten Part. Also wir sehen uns gleich wieder bei Minecraft. So gut. Ja, gut, ich würde sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss. Ach Gott.